Was geht, man, aus die Falte Hose hier und heute mit einem weiteren Dragon Ball Legends Video. Heute ist ein weiterer Part von Dragon Ball Legends Video ECT gedroppt. Totaler Name, oder? Video ECT. Jedenfalls ist der vierte Part online und in diesem Video rein tun sie immer neue Informationen präsentieren. Und ich habe auf Twitter kurz gesehen, dass ein, zwei neue Charaktere vorgestellt wurden. Deswegen dachte ich mir, wir schauen uns das Ganze zusammen an. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video und dann würde ich sagen, legen wir an der Stelle sofort mal los. Video ECT, einfach ECT nennen. Hello everybody and welcome to Dragon Ball Legends Video and Stuff. I'm your host, producer. Spielerproduzent, annehmen. And here with me today we have Alejandro. Alejandro. That's me. Ah, die machen das online, okay. And Rhymestar. Oh, Rhymestar, die Legende, Alter. Ich mag den wieder, da ist einfach. Dieser Alejandro. Video-Chat today. Okay, die machen es halt über Video-Chat. Eigentlich sollten sie nach Japan, aber aktuelle Lage wissen wir, wie es läuft. Dieser Alejandro ist der Synchronsprecher von Charlotte, ne? Und Rhymestar kennt ihr wahrscheinlich die meisten von euch. Der war mal, hat eine kurze Zeit in Deutschland gelebt tatsächlich, bevor sie nach, oder er oder sie, nach Amerika, wie soll man sagen, ausgereist sind, ausgewandert sind, drum, drum, kommt alle, lol. Ihr wisst, was ich meine. I don't want to get out of my house either, but yeah, we're gonna provide you more stuff for Legends. Ja, jetzt, okay, jetzt kommen die Legends News. Bin gespannt, weil diese Woche kam in Legends zum Saiyan Day gar nichts. Es kam mehr nur so Bait Banner mit dem Ultimate Banner. Und wenn sowas kommt, kommt eine Woche drauf gerne neuer Content, neuer geiler Content. Und ich denke, darum wird es in dem Video gehen. How's life treating you? Wie läuft das Leben so? Ja, kommt alle, lol. Kommt alle eingesperrt sein. Ja, siehst du? Stimme von Charlotte quasi, deswegen redet er in der Perspektive. Oder aus der Perspektive. Die reden einfach mit den Produzenten so. Rhymes ja unser Virus, Alter. Because we recorded that months ago, before the reveal. I refuse to give you guys information that we're not solid on, so obviously. Yeah, der Produzent ist aber echt wirklich gechillt. We'll do that later. I know you have lots of questions, and I'll try to answer as earnestly as possible. And sorry, I cut you off. What? Die sind einfach mit den Produzenten, die bauen so Scheiße einfach gerade, keiner weiß. Die machen irgendwas legit, ne? Guck mal, die redet über irgendwas. You know what, let's go back to the Super Saiyan 3. Was fucking jetzt? Did you use it in PvP? Yes. Russell. But yes. We try to make it as optimal as possible for. Wir reden gerade über Charlotte, über seine Super Saiyan Transformation. Also in Super Saiyan 3 ist er wirklich sehr stark. Und die reden gerade darüber, ob sie in PvP genutzt haben. Ich meine, ja, der deutsche Untertitel. Ja, wow, er ist auf Deutsch. Kommt alle. Ich weiß immer, mit englischen Untertiteln, deswegen. Deswegen, ihr liest einfach mit, okay? Oh, Freunde! Neue Charaktere werden vorgestellt. I'm gonna show you a video first, and let's see who that. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich meine, wir hatten ja schon ein paar Leaks. Oh, Vegito Baseform! Wir hatten ja letzte Woche auch schon Leaks bezüglich Dragon Ball Legends. Welcher Charakter kommen könnte, wurde in den Playstores quasi ein bisschen angezeigt. Nämlich Broly und Chi-Lai. Transforming Vegito. Oh mein Gott. Oh, wie cool die den gemacht haben. Was? Oh my God. Alter, der ist richtig cool. Oh, Transforming Vegito? First character. This is why I say a few characters. That's I gotta let you know, Vegitos scare me in these games. Good. Hey, warte mal. He knows. 96,000 crystals. That makes sense. Wie viel er rausgehauen hat, bevor dein LF Vegito gezogen hat. Okay. So, transforming Vegito, he's coming over. Transforming Vegito kommt, okay. That's really cool. Base Vegito. Anti-region. Anti-region. We'll see how he. Der will noch keine News, ey. Infos shoppen. Jetzt, Freunde, jetzt. Another video. Der ist so ne. Was macht der, Alter? We're trying out something new. Was Neues probieren Sie? Okay. There's obviously a limit to what we can do because of
phone capacity and things. Yeah, logo. This is what we're trying out. Broly, Freunde, da ist er echt. Und Chilai wahrscheinlich. Passt auf. Weißt du, hallo? Oh, lol. Lol, kommt Clown. Dragon Ball geklaut. Ah, interessant. Okay, es, Freunde, es ist nur ein Charakter. Es ist nur ein Charakter. Also, ihr geht mit einem Charakter in den Kampf, aber Chilai interagiert mit Broly quasi. Ist so gesehen ein Duo-Karte. Ja, genau. So wie die Duo-Karten in Dokkan. Ey, warte mal. Das ist geil. Wir haben jetzt Duo-Karten in Legends. So wie zum Beispiel in Dokkan LR Goku und LR Free, also LR Goku und Freezer, LRGF. Oder Parus und Broly. Oder Baruk und Gine. Doppel-Unit in Legends, ja. Duo, ja, Duo, Logo, Duo. Broly und Chilai, Freunde. Tatsächlich. Broly und Chilai und Shenzhou in die Jito kommen. Ich nehme an, nächste Woche hoffentlich. Wie gesagt, weil diese Woche war so ein Bait-Banner. A lot of our team wanted to bring in Chilai, specifically like just a few people on yeah, our team. I'll tell you, on our side of the world, we like Chilai as well. Alter, ich mag die, was sie reden. And we wanted to think of new ways to provide for just, not just adding one character, but like providing just... Cool, finde ich cool, dass sie Broly, also, und also viele wollten Chilai, wie er meinte, und finde ich cool, dass sie einen Duo-Charakter ausgemacht haben, was Neues. Charakter-Designs, Artworks, jetzt, Freunde. Geil, sieht geil aus. Boah, das Artwork sieht geil aus. Geil, 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 geil. Aber The Legend Limo fehlt! Yeah, mal Spaß, wie in Dokkan, ne? Dokkan gibt sogar jetzt Trios, ja, ja, seit langem. Sieht geil aus. Also die Artworks von Dragon Ball Legends sind. Die sind übertrieben geil. Also die sind wirklich auf einem anderen Level. Der Produzent ist echt gechillt, man. Oh, that is crazy. Oh. Transforming Vegito, oh mein Gott. Oh, es sind normale Charaktere, die haben jetzt kein Level 5 gezeigt. Ich hoffe, es wäre ein normaler Charakter. Also, Broly und Chilai bestimmt. Vegito hoffe ich auch, einfach ein normaler Charakter. Weil wir haben schon ein Level 5 Vegito. Der sollte auf jeden Fall normal sein, definitiv. Nicht das Metagame zerstören. Das ist ein ganz neues Level für Legends, tatsächlich. Und wir sind ja jetzt kurz vorm Jubiläum, ne? Vom zweijährigen, Freunde. Im Mai ist zweijähriges Jubiläum Legends, deswegen, die kommen sicherlich davor. Okay, wir sind gerade jetzt Mitte März, Ende März. Ich bin drauf. Okay, es werden noch weitere Episoden vorkommen. Geil, geil, finde ich cool. In zukünftigen Episoden. Bin gespannt, eben, was dann zum Jubiläum kommt im Endeffekt im Mai. How are the characters? Ich finde die Charaktere. Broly! Oh. Lass mich gerne wissen. Lass mich wissen. Freut ihr euch mehr auf Broly und Chilai oder Transforming Vegito? Bin gespannt jetzt auf die Antworten drauf. It's terrifying. You have bad luck. It's just Vegito. It's literally just Vegito. You're bad. You have no idea. You're bad. Every time. Die sind sich einfach, kommt alle. Time to put up a mortgage just to get this. Mortgage. You know, you've done it. Yeah. Hopefully you get Broly before that then. I've been actually waiting for DBS Broly to come back, because I'll tell you right now, I don't like Z Broly. I can't stand that character, but I love DBS Broly. Oh, really? Yeah. And I don't know what it is. I cannot stand Dragon Ball Super Broly is echt cool, auf jeden Fall. Der hat halt eine Persönlichkeit, ne? DBZ Broly hat das nicht, aber DBZ Broly war schon badass im ersten Film, so ist nicht. Sie hat eine Rolle im Kampf, auf jeden Fall, Chilai. Das haben sie echt gut gemacht, ich find's sie haben es gut gemacht, tatsächlich. Finde ich cool. Jetzt bin ich gespannt, jetzt überleg mal, oh mein Gott!
Vor einem Geistesblitz. Überleg mal, die hauen einen LF-Duo-Charakter zum Jubiläum raus. Und es ist Goku Black und Zamasu. Wie in Dokkan, LA, Goku Black, Rosé und Zamasu. Mit einem Legendary Finish. Ich hab's gesagt, Freunde, wir sprechen uns im Mai. Wer weiß, wer weiß. Okay, weitere, also weitere Episoden werden noch folgen quasi. Ich bin auf die neue Folge gespannt, wirklich. Frieza und Piccolo, ja. Yeah. Look forward to Vegito and Broly. So, see you guys next time. Geil! Bye! Auch rein bis dann. Find, ey, ganz cool. Ich finde das, ich finde sowas cool. Ja, so Video rein, wo Informationen einfach dargestellt werden. Und Legends hat das meiner Meinung nach, wenn ich recht entsinne, zuerst gemacht. Und dann kam erst Dokkan Now. Und ich finde das echt genial. Also, es ist insane. Zum einen zum Angucken und zum anderen, dass ihr dann die Infos bekommt. Also, Transforming Vegito. Geil. Broly und Chi-Lai als Duo-Charakter ebenso geil. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time you ain't won't be.